Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Aktien im Fokus für Montag, den 16.01.2017. Diese Ausgabe wird Ihnen wie immer von DirectBroker-FX präsentiert. Wir blicken auf einen DAX, der zum Leid hier schon wieder in der Seitwärtsphase herumeiert. Seit Tagen sehen wir, dass der Markt sich nicht entscheiden kann. Auf dem Stundenchart ist es ganz gut ersichtlich, wenn wir da mal wechseln dass wir dann hier äh, äh, schon seit längerem diese quälend lange Range haben. Seit genauer gesagt dem 2. Januar äh, setzte der Markt hier zurück und konnte dann weder nennenswert das hoch über 11.7 brechen noch wesentlich unter das Tief von 11.490 äh, 11, fallen. Ja, also so gesehen haben wir hier eine sehr, sehr enge Spanne. Gegenwärtig überwiegt also der Seitwärtstrend. Wichtig, das ist nämlich dann letztendlich zu berücksichtigen, neue Impulse, wo man sich wirklich wieder mal einen Trend verspricht, wenn er den mal ausbildet, ähm, das ist eben erst dann zu erwarten, wenn der Markt sich aus diesem Seitwärtsgriff löst. Und dann die Stops auch gezogen werden. Das heißt, impulsiveres Momentum erst dann, wenn er aus der Range ausbricht und dann auch hier über der Range einen Trend etabliert, dann weiß man, okay, es geht weiter. Aber so kassiert er letztendlich oben und unten meistens immer nur die ein, die auf einen Trend hoffen. Aber solange die Seitwärtsphase nun mal ist, solange akzeptiere ich das halt eben auch. Und ähm, weil gro eine große Gefahr ist es beispielsweise, wenn man dann hier an den unteren Marken äh, zum Beispiel auf den Short-Durchbruch setzt, in dem Sinne, dass der Markt dann hier einen neuen Trend ausbilden soll oder hier. Ne? Und, und dann passiert das Gegenteil: er, er sticht nur unten ein bisschen rein und dann macht er halt die Seitwärtsphase weiter. Und dann geht das Spiel eben, geht das Spiel hier eben so weiter, ähm, bis, er, bis irgendwann mal das gro der Marktteilnehmer, wenn man das so ausdrücken will, komplett genervt ist und sagt, da passiert doch eh nichts, dann bricht er dann am Ende aus. Um, und, aber dann hat man auch keine Lust mehr, es zu traden. Das heißt, vor der Perspektive aus ist ein seitwärts gerichtetes nach oben schieben, drücken heute eher zu erwarten in Richtung 11.624. Ein besonders starker Widerstand aus Sicht der Pivotpunkte ist bei 11.663 Punkten. Dass es sich aber lohnt, auf äh, solche Ausbrüche dann entweder zu warten oder sie zu respektieren, das sehen wir heute an Facebook, Amazon und Baidu. Das sind die drei Aktien, die wir uns in der heutigen Ausgabe angucken wollen. Ähm, aber erst noch mal zurück zum äh, DAX. Also wir haben hier die Seitwärtsphase prägend. Äh, 11.640 sind zu erwarten heute oder morgen in dem Bereich und Trendlastigkeit erst, wenn er mal hier irgendwas liefert. Genau, ist es so, genau so ist es auch im Dow Jones. Auch der eiert hier in der Seitwärtsphase rum. Wir machen das Ganze mal vielleicht mit einem anderen Template auf Tagesbasis. Dann sieht man in der Perspektive sehr, sehr schön, der Markt ist praktisch erstmal tot. Ja? Also abgesehen von diesem leichten Hin und Her geschachere von insgesamt 150 Punkten, tut sich da relativ wenig. Also der Markt ist sehr, sehr steif nach oben gelaufen. Man kann sagen, nahezu senkrecht. Und die erste nennenswerte Konsolidierung, die hier eben auftritt, ist die jetzt, die seit Mitte Dezember hier den Dow Jones zumindest von oben als auch wie von unten oder als von unten dann letztendlich auch genauso festgreift. Und diese Konsolidierung, sieht man, spannt den Markt aktuell so ein bisschen ein. Und dieses Marktverhalten muss aufgelöst werden. Es geht letztendlich darum, ob der Markt hier dann nochmal eine kleinere Korrektur nach unten vollzieht. Das wäre dann hier so der Fall. Das wären so die ersten Kaufmöglichkeiten da unten wohlgemerkt. Ja. Oder eher sogar aus der tieferen Konsolidierung. Hier in dem Bereich machen wir die Linie noch mal fett und grün, dass wir hier noch mal in dem Bereich eine, 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 eine Kaufposition eingehen. Aber gegenwärtig ist es eben so, dass der Markt gar nichts macht. Ne? Daher Trend fortsetzend long. Das heißt, wenn man so gesehen darauf, wo entsteht der nächste Impuls oder beziehungsweise wo haben einige charttechnische Marktteilnehmer vermutlich den Stop, dann wird man sagen können hier darüber. Wenn man da Short eindecken muss, wird es hässlich. Ja, wenn jetzt der Markt Long ausbricht, dann geht es eben auf 21.000. Ist halt so. Das zum Ersten und zum Zweiten. Wenn er dann hier unten ausbricht, ist natürlich dann auch erstmal korrektives Potenzial. Also. Die Märkte sind aktuell gut gelaufen und konsolidieren. Das ist die Zusammenfassung. Und damit die Überleitung zu Facebook. Facebook ist gegenwärtig ähnlich zu betrachten. Wir hatten hier erstmal einen impulsiven Schub, nur sind wir jetzt gerade auch natürlich ein wenig teurer. Der Markt ist hier auf dem Tageschart. Auf einer interessanten, in einer interessanten Situation. Er hat die Tages-EMA 200 kurzzeitig unterboten. Hier ist die Trendwende erfolgt. Das heißt, Facebook sieht trendlastig ganz gut aus. Wenn jetzt hier die Konsolidierung kommt, wäre zumindest bei der 120 noch eine kleine Long-Position denkbar, zumindest mit dem Stop unter diesen Tiefs, weil wenn diese Tiefs dann nochmal reißen, wäre das nicht vorteilhaft. Dann geht es vermutlich eine Stufe niedriger auf die 108er Marke. Ähnlich ist es auch wie bei der Amazon-Aktie. Auch hier Amazon ist eigentlich ganz nett gelaufen, wie insgesamt auch. Pa große Parallelen werden hier deutlich. Das heißt, und, und Baidu ähnlich. Das heißt, man hat hier überall... Man hat hier überall ähm, ein ähnliches Marktmuster, also stark korrelierende Aktien. Und was fällt dann auf? Naja, soll, sollte Baidu konsolidieren und hier unten an die 172 kommen. kommen sie, kommt die Amazon gleichzeitig hier an, an das ehemalige Ausbruchsniveau, nach der, wenn sie sich ein bisschen beruhigt hat, so gesehen, und gleichzeitig auch Facebook dann an, an, an diese Unterstützung. Und da ist zumindest dann mal eine kurzfristige Kursreaktion zu erwarten. Da ist zumindest zu erwarten, dass der Markt 2, 3 Dollar in der Aktie hergibt. Das wäre halt das kurzfristige Skalpen eben auf. Aktienbasis, dass man sich anschaut, okay, wo habe ich gute, wo habe ich gute Möglichkeiten, nochmal mit dem Fluss zu gehen. Und äh, das ist, empfiehlt sich natürlich auch in Aktien, die grundsätzlich einen starken Trend haben. Also ich, es ist angenehmer beispielsweise Facebook in der Korrektur zu kaufen, als eine Twitter-Aktie. Weil die Twitter-Aktie nahezu wie so ein Stein im Vakuum fällt, wie so ein Anker im Meer. Ja, da, da ist nichts, da geht nichts. Der Trend ist short. Das IPO lief nicht. Ich meine, es ist halt nun, kein, es ist nun mal halt kein Facebook. So, und es war ich ja immer so ein bisschen beim IPO die Frage, das alternative Facebook, wie wird sich die Twitter-Aktie schlagen? Und ja, der Trend ist halt einfach massiv short ausgebildet worden. Im, wenn man sich halt. Facebook dagegen anguckt, da ist halt der Trend konsequent long und da wäre ich halt vorsichtig, wenn man auf Tagesbasis sich das anguckt. Was haben wir, das, was wir jetzt hier sehen, um das mal in einen Kontext zu bringen, äh, haben wir das ja schon häufiger betrachtet. Hier war es fast unter die 200er, hier hatten wir es, hier hatten wir es, das ging auch noch mal hier drunter. Also letztendlich, nur weil jetzt mal der Kurs, Kurs kurz unter die 200er sticht. Ist doch jetzt hier nicht der gesamte Trend kaputt. Der Trend ist dann kaputt, wenn sich tatsächlich auch so ein richtiger Abwärtstrend entwickelt. Und wenn das Ding dann hier, hier oben so ein Das braucht aber Zeit, bis so ein Trend gewechselt ist. Also das, das findet nicht über, das findet nicht so einfach über Nacht statt. Es sei denn, es ist irgendein Anschlag und dann selbst da sind 40 Dollar und dann bleibt das am Boden. Und wenn, wenn klar, wenn extrem gesellschaftlich prägende Veränderungen da eintreten, was weiß ich, in der Türkei irgendwie, Nahostkonflikt, der, der da zunehmend mit reinspielt, Türkische Lira wird immer günstiger, die Wirtschaft geht immer in den Keller. Ja, das sind dann so Sonderfaktoren. Aber unabhängig mal von, wenn man jetzt von normalen Verhältnissen ausgeht, dann, dann ist das nicht so, dass nur wenn er kurz drunter läuft, einem eigentlich alles, alles, alles vorbei ist. Ja, das zeigt ja eben der langfristige Trend. Und vor dem Hintergrund hat man also hier eine Aktie, die sehr trendlastig ist. Allerdings, Minimal zu teuer. Hier unten war sie günstig, das war okay. Jetzt hat er den ersten Impuls gemacht, gibt er eine kleine Konsolidierung, könnte man sich da einkaufen. Gleiches gilt auch für die Amazon-Aktie. Hier wäre so die nächste Möglichkeit dann, äh, das mit der klassischen Fibonacci-Sicht, wenn man da ein Fibonacci-Retracement drauflegt und die Linien nicht gelb macht, sondern schwarz, dann sehen wir hier, dass das 61,8er-Retracement, wenn er so halt wieder 50% hergibt von dem, was er jetzt erstmal. Angestiegen ist. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.